Liebe Lieblingsleistungsfechterin und Lieblingsleistungsfechtler-Sport, wir kommen jetzt, glaube ich, zum vierten Video, Teilkompetenz 8. Hier geht es um die Trainingsmethoden, Trainingsmethoden der Ausdauer, der Kraft, der Schnelligkeit und der Beweglichkeit. Ich versuche alles in 20 Minuten durchzuprügeln und Übungsaufgaben mit reinzubauen, dass ihr seht, was kommt so in Klausur dran, was ist im Abitur entsprechend gefordert und könnt selber ein bisschen trainieren. Hier ist nochmal der Überblick über die verschiedenen Trainingsmethoden, die wir abhandeln werden. Zunächst vorausgestellt die Definition der Trainingsmethoden hier, das sind Verfahren zur Umsetzung von Trainingsinhalten mit dem Ziel, bestimmte Trainingsziele zu erreichen. Und das Ganze muss planmäßig geschehen. Jetzt gehen wir mal in die Trainingsmethoden der Ausdauer. Hierbei ist zunächst vorauszusetzen, dass die Parameterintensität und die Zeitdauer nicht beliebig miteinander kombiniert werden können. Natürlich, wenn wir uns vorstellen, wir joggen gemütlich, da können wir das ziemlich lange tun. Wenn wir dann unsere maximale Geschwindigkeit abrufen, das heißt lossprinten, dann wissen wir, müssen wir irgendwann mal nach kurzer Zeit das Tempo reduzieren. Und wenn wir immer versuchen, das Tempo maximal hochzuhalten, sind wir irgendwann mal platt und können immer. Das heißt, wir können da uns nicht beliebig lang bewegen. Das heißt, wenn ich die Intensität erhöhe, muss ich die Zeitdauer entsprechend einer Methode dann auch verkürzen. Dann habt ihr generell, wo mache ich fest, was 100% ist? Ich kann die Beanspruchung 100% an der maximalen Leistung festsetzen, an der Bestleistung in der Zeit, am Lauftempo und so weiter. Da variieren dann entsprechend die Trainingsmethoden. Für die Trainingsmethodeneinteilung ist absolut zentral die Energiebereitstellungsprozesse. Und die haben zwei zentrale Parameter und es wären auch hier die zwei zentralen Parameter. Wenn man an den Leistungsstufentest denkt, den ich hier euch skizziert habe, dann haben wir ja eine Laktatkurve ohne Herzfrequenz und beides nimmt man zur Steuerung und das Entscheidende sind natürlich die Energiebereitstellungsprozesse, die jeweils vorherrschen. Und hierbei wird die aerobe Schwelle, die 2 Millimol Schwelle wichtig und einmal die 4 Millimol, die anaerobe Schwelle wichtig. Ich habe ja alles in den anderen Videos der Teilkompetenzen drin, da könnt ihr nochmal nachschauen. Das heißt, auf diese Dinge, die entscheiden, welche Trainingsmethode, wo bin ich. Wenn wir jetzt vorgehen, starten wir mit der Dauermethode. Hierbei habe ich eine überdauernde Beanspruchung. Und einmal sind wir in der extensiven kontinuierlichen Dauermethode und einmal in der intensiven kontinuierlichen Dauermethode. Das ist das mittlere Diagramm. Und ganz klar, hier ist der Unterschied die Intensität. Einmal bin ich bei der extensiven also etwa bei der aeroben Schwelle, das heißt für ein Verlassungsgefüge 60 bis 80% der Bestzeit oder 65 bis 75% der maximalen Herzfrequenz. Das können wir natürlich sehr lang durchhalten, etwa 80 Minuten bis zu 2 Stunden, wenn man an Läufe denkt. Und die intensive kontinuierliche Dauermethode ist immer in der Intensität dort im Übergangsbereich. Da müssen wir natürlich das Tempo dann ein bisschen die Strecke reduzieren. Das heißt, wir sind so bis zu einer Stunde in der Belastung etwa, aber Intensität 80 bis 90%. Und dann haben wir noch als Besonderheit die variable Dauermethode oder auch genannt die Tempowechselmethode. Hierbei ist wichtig, dass die Tempowechsel planmäßig erfolgen im Vergleich zum Beispiel zum Fahrtspiel oder wenn man jetzt einfach losjoggt durch die Welt, da geht es mal berghoch, bergrunter. Wir sind mal schneller, langsamer, unsystematisch und hierbei geht es um die systematische Wechsel der Intensität und damit auch der Energiebereitstellungsprozesse, die wir da überwiegend ansprechen. Das heißt hier als Beispiel, was ihr seht ganz unten, starten bei 2 Millimol, dann geht es nach einer gewissen Zeit mal kurz in den über die anaerobe Schwelle und dann mal ein bisschen wieder runter. Die Wirkung der Trainingsmethoden, um die geht es ja jetzt gar nicht hier, aber ich möchte euch nur kurz aufzeigen, die unterschiedlichen Wirkungen der einzelnen Trainingsmethoden. Generell heißt, im Ausdauertraining kommt es zu einer Rechtsverschiebung der Laktatleistungskurve. Das heißt, je besser ihr seid, desto mehr ist die Laktatleistungskurve im Stufentest nach rechts verschoben. Und wo wir da schieben oder wie hoch wir die Laktatwerte denn bekommen, hängt von der Trainingsmethode ab. Und wenn wir jetzt an das Ausdauertraining der kontinuierlichen Dauermethode denken, dann schieben wir diese Laktatleistungskurve vor allem in dem unteren Bereich entsprechend nach rechts. Ich habe es mit dem roten Pfeil markiert. Und haben auch unterschiedliche Wirkungen. Wenn wir dran denken, wenn wir extensiv trainieren, haben wir vor allem eine Verbesserung der Energiebereitstellung aus Fetten, wenn das entsprechend lange Strecke ist. Ansonsten aus der
Stoffwechselprozess aus Kohlenhydraten, aber generell gilt hier Verbesserung der aeroben Energiegewinnung steht im Vordergrund mit den ganzen Verbesserungen im Herz-Kreislauf-System, das wir in einer anderen Teilkompetenz entsprechend abhandeln. Wichtig ist im Spitzensport, kann ich die intensive kontinuierliche Dauermethode natürlich auch an die anaerobe Schwelle schicken. Für Klausuraufgaben muss man dann gucken, wo sind wir denn in welchem Bereich A, F oder L. Jetzt kommen wir zur Intervallmethode. Hierbei ist die Besonderheit die unvollständige Erholung plus natürlich setzt voraus, dass Pausen dabei sind. Das heißt, Beanspruchung, Pause, dieses Ganze im Wechsel und es kann intensiv und extensiv geschehen. Und ihr ahnt schon, natürlich sind die Schwellenwerte hier der Parameter. Aber Achtung, dadurch, dass die Beanspruchung kürzer ist, eine Pause erfolgt, sind wir alle ein bisschen höher im Vergleich zur Dauermethode. Das heißt, hier, sagt man, extensiv sind wir über der anaeroben Schwelle, auch über 4 Millimol und bei intensiv genauso, aber deutlich drüber. Hierbei gibt es jetzt einen Unterschied in der Pausengestaltung. Das heißt, die Erholung ist bei der extensiven Intervallmethode etwas länger, etwas schlechter, weil ihr da vom Ausgangsniveau nicht ganz so hoch startet wie bei der intensiven Intervallmethode. Da ist immer auch nah an 100%, das heißt, der Puls wird komplett hochgejagt und die Pause hier, und das ist das zentrale Kriterium, ist nur Lohn, das heißt, der Puls fällt nicht unter, in der Regel zwischen 120 und 140, dann setzt man die nächste Belastung. Das heißt, im Vergleich zur gleichfolgenden Wiederholungsmethode ist hier vor allem die Intervallmethode gezeichnet durch diese lohnende Pause, durch diese unvollständige Erholung. Hier Reichtsverschiebung nach Leistungskurve jetzt im grünen Fall symbolisiert und wenn ich in die intensive Intervallmethode gehe, dann kann man auch die entsprechende Laktatkurve höher setzen, dadurch, dass eine höhere Säuretoleranz, eine höhere Pufferkapazität entsprechend trainiert wird. Intervallmethoden, ganz kurz nochmal, unvollständige Erholung als Kernkriterium, extensiv ausgeführt, beides über der anaeroben Schwelle, aber intensiv sind wir bei 80-90%, extensiv 60-80%, Wirkung natürlich Energiegewinn aus Kohlenhydrate, wenn wir extensiv arbeiten, aerob, wenn wir intensiv arbeiten, oh, da ist ein Fehler, anaerob Lactazid, sorry, heißt das natürlich. Dann Wiederholungsmethode, das ist auch die Trainingsmethode, nicht nur bei der Ausdauer, sondern bei der Schnelligkeit. Hierbei vollständige Erholung wichtig. Die Pause, kann man sagen, die Herzfrequenz sollte unter 100 absinken und von der Vorstellung her hängt es natürlich ab, wie ich die Belastungsdauer wähle, wie meine Intensität ist. Wenn ich bei Belastungsdauer über 10 Minuten bin, wie es ganz unten zu erkennen ist, dann ist natürlich entsprechend die Intensität, zwar kann das jetzt prozentmäßig auf 90% sein, aber ich bin nur knapp über der anaeroben Schwelle. Und wenn ich natürlich eine Kurzzeitbelastung in 50 Meter Sprint denke oder 100 Meter Sprint bei 100%, da spielen diese Millimol-Schwellen keine Rolle, so kommen dann die entsprechenden Unterschiede zustande. Nochmal zusammengefasst, die Wiederholungsmethode hierbei ist die, für die Wirkung entscheidend, in welchem Energiebereitstellungsprozess bin ich. Das müsst ihr bei Aufgaben dann entscheiden. Geht es um die aerobe Energiegewinnung, sind wir bei der Wiederholungsmethode über 10 Minuten. Macht man in der Regel wegen dem hohen zeitlichen Aufwand auch eher im Leistungssport. Und wenn ich kurz dabei bin, ist es so ein Klassiker hier bis 15 Sekunden, Vergrößerung der Phosphatspeicher entsprechend und Verbesserung der anaeroben Alaktaziden Energiegewinnung. Jetzt machen wir mal ein paar Aufgaben durch. Ein Klassiker ist, ihr bekommt eine Herzfrequenzkurve mit erhobenem Laktat und das Ganze ist in einem Diagramm dargestellt und müsst jetzt entscheiden, welche Methode ist es denn. Hier könnt ihr mit der Pausetaste arbeiten, aber ich stelle noch kurz die wichtigen Parameter schnell vor. Ihr schaut bitte auf die Herzfrequenz, da müsst ihr entscheiden, wie hoch bin ich schon an der maximalen Frequenz. Wenn man hier schaut, 220 minus Lebensalter, da sind wir bei einem 18-Jährigen so kurz über 200, werden die ganzen erreicht, so habt ihr ein bisschen eine Sichtweise auf die Intensität. Dann natürlich, wie laufen hier die Erholungsgeschichten, die Herzfrequenz, den Range, also die Spannweite entsprechend anschauen, wie weit geht der Puls runter. Dann die Laktatwerte zuordnen, hier den Schwellenwerten, sind wir über 2 Millimol, über 4, sind wir im Übergangsbereich oder schießt das Laktat ganz hoch, so kann ich es dann entsprechend zuordnen. Jetzt könnt ihr es hier mal probieren.
Pause-Taste drücken. Und ihr seht, extensive Intervallmethode war da wahrscheinlich richtig. Wir sind knapp über der anaeroben Schwelle. Und ihr seht, Intervallmethode, wir haben ja Pausen und einen Wechsel zwischen Belastungsphasen, aber der Puls sinkt nicht unter 120 ab. Das heißt, wir sind bei der Intervallmethode extensiv, weil da noch reichlich Platz ist in der Herzfrequenz bis zur maximalen. Nächste Bildchen, Pause-Taste drücken und draufschauen. Gut, ihr seht hier eine einigermaßen konstante Belastungsintensität, außer kurz bei der Blutabnahme, eine recht lange Zeit, über 60 Minuten. Wir sind laktatmäßig im aeroben-anaeroben Übergangsbereich. Also können wir sagen, wir sind in der kontinuierlichen Dauermethode, aber vom Übergangsbereich sehen wir dann hier der Zuordnung intensiv. Nächstes haben wir hier, Pause-Taste drücken. Hier Pause von ca. 6 Minuten lese ich so raus. Wir sind deutlich im Laktat, deutlich über der anaeroben Schwelle. Also müssen wir sagen, das ist eine Intervallmethode, intensiv. Wieso ist es keine Wiederholungsmethode? Puls sinkt nicht über 100, unter 120 entsprechend runter. Und wir sind intensiv dabei, nicht nur vom Laktat, natürlich auch von der Herzfrequenz. Ihr seht, die ist da über 200. Also 100, es wird alles gegeben. Intensive Intervallmethode. Jetzt habt ihr hier eine andere Darstellung. Hier ist eine Herzfrequenz und ihr habt die Schwellenwerte skizziert, eingezeichnet. Das heißt, ab dieser Geschichte, ab Puls 140, hat derjenige im Leistungsstufentest die aerobe Schwelle erreicht, dann drüber die anaerobe Schwelle und bewegt sich mit seinem Training in diesem Pulsbereich. Was ist es? Ihr habt auch gesehen, aha, recht lange Belastungszeit, fast 1,5 Stunden, also kontinuierlich ein hoher Puls, das heißt kontinuierliche Dauermethode haben wir hier dabei und wir sind im intensiven Bereich, weil wir ja im Übergangsbereich arbeiten hier. Nochmal selbe Prinzip hier, aber jetzt wandert der Puls hoch und runter. Und seid ihr in die Falle getappt? Es ist die Dauermethode als Tempowechselmethode. Bei der Tempowechselmethode muss ja systematischer Wechsel erfolgen. Wieso ist es nicht die Intervallmethode? Der Puls bleibt über, so um die 160 und drüber. Das bedeutet, das ist keine Erholungsgeschichte. Der Puls bleibt sehr hoch, da ist immer noch eine Belastung. Dann wäre die Belastungsdauer sehr, sehr lang, 90 Minuten. Das heißt, diese Spitzenbereiche werden für viele Minuten gehalten, wäre sehr heftig. Und die Laktatwerte, wir sind ja immer deutlich bei dieser Belastung unter, meistens überwiegend unter der anaeroben Schwelle, also im Übergangsbereich. Also muss es die Dauermethode sein. Als Tempowechselmethode und kann nicht die Intervallmethode sein. Klassische Aufgabe gibt es auch, kriegt ein Belastungsprofil hier eines Rückschlagsspiels, beispielsweise Tischtennis, Badminton oder was es auch ist. Und hierbei müsst ihr jetzt genau hinschauen, was haben wir hier an Belastung und ihr sollt in der Aufgabe beispielsweise eine geeignete Trainingsmethode entsprechend oder ein Belastungsgefüge da entsprechend zusammenstellen. Hierbei, ich habe es gekringelt, wichtig, Länge der Pausen unter 10 Sekunden. Das heißt, wir haben eine unvollständige Erholung. Das bedeutet, wir müssen in die Intervallmethode reingehen, jetzt extensiv oder intensiv. Schauen wir bei der Belastungsintensität eines Ballwechsels. Also sind wir submaximal, maximal bedeutet automatisch intensiv. Was kann man machen? Trainingsmittel, vielleicht kurze Sprints mit Richtungswechsel, wenn man an Badminton-Sets denkt. Aber so kann man sagen, Belastungszeit 5 bis 10 Sekunden. Da sind viele Wiederholungen möglich in Serien. 12 habe ich mal angesetzt, in 4 Serien beispielsweise. Pause wie im Spiel zu halten, eine unvollständige Erholung zu provozieren. Und noch so eine klassische Aufgabe, könnt ihr Pause-Taste drücken, auch durchlesen. Ihr müsst den Trainingsmaßnahmen entsprechende Trainingsmethoden zuordnen. Die Begründung folgt in 1,0 Sekunden. Habe ich euch hier zugeordnet. Ihr habt auch gleich die Verbesserung entsprechend dazu, was in so einer klassischen Klausuraufgabe gefordert ist. Jetzt Trainingsmethoden der Kraft. Ich versuche mich zu beeilen.
Wenn wir reingehen, hier auch wieder Parameter Kraft, ist die Intensität und Umfang nicht beliebig oder vor allem Intensität in Wiederholungszahl nicht beliebig miteinander zu kombinieren. Ihr seht hier rechts in Abbildung 2 nochmal aus dem anderen Teil, wie es hier der Zusammenhang zwischen Intensität und maximaler Wiederholungszahl, hier Anzahl der Hebungen. Das heißt, wenn ich wenig Gewichte habe, kann ich unheimlich viel Wiederholung machen und entsprechender umgekehrter Zusammenhang und das spiegelt sich hier entsprechend wieder. Ihr seht oben im Diagramm jetzt so ein klassischer Maximalkrafttraining, Muskelaufbautraining. Da macht man dann 10 Wiederholungen, Pause, nochmal 10 Wiederholungen, Pause. Die Intensität nimmt ein bisschen ab durch Ermüdungseffekte. Hier im zweiten haben wir so ein IK-Training, dazu kommen wir noch gleich. Das heißt, wenn ich jetzt auf 100% gehe, da kann ich natürlich nur ein oder zwei Wiederholungen gerade so schaffen. Mache eine lange Pause, dass es wieder funktioniert. Und ganz unten Kraftausdauermethoden, wenn wir da nur bei 50% der maximalen Leistung der Last sind, da können wir natürlich sehr viele Wiederholungen machen, bis die Arme dann letztendlich übersäuern und wir platt sind. Die Methodenzuteilung habe ich euch hier in Zusammenhang gestellt. Hier ist es relativ simpel. Die einzige Schwierigkeit ist tatsächlich diese Zuordnung. Sind wir im Leistungssport, Fitness oder haben wir einen Untrainierten? Da müsst ihr aus der Aufgabe das entsprechend rauslesen. Starten wir schnell. Muskelaufbautraining seht ihr rechts, die Belastungsgefüge. Ich habe euch hier die Schwellenwerte Leistungssport im Blau drin. Das heißt, hier sind wir deutlich höher, 80 bis 85%. Habt ihr ein bisschen weniger Wiederholung. Und die Wirkungsweise Hypertrophie, das heißt, immer wieder Pausen entsprechend reinsetzen von 2 bis 4 Minuten. Dann gibt es unterschiedliche Theorien dazu. Der amerikanische Sprachraum macht kürzere Pausen, europäischer längere. In der Trainingswissenschaft, aber gehen wir hier nicht zu ins Detail. Es geht ja nur banal um die Methoden. Hier IK-Training, intramuskuläres Koordinationstraining, ist natürlich klar. Wir brauchen eine lange Erholung, dass diese Synchronisation der entsprechenden Aktivierungsfrequenzen auftritt. Und da sagt man ein oder zwei Maximalbelastungen. Natürlich hier fällt untrainiert raus. Sind im Leistungssport oder im Fitnesssport entsprechend wird auch gern gemacht im Schnellkrafttraining, das heißt, man schaltet ein IK-Training vor, dann kommt Schnellkrafttraining im Leistungssport. Und dann gibt es noch die Pyramide. Man hatte da die Hoffnung, das Beste aus zwei Welten zusammenzukriegen: einmal IK und einmal Hypertrophie. So wie die Befunde sind, zeigt sich das Schlechteste aus beiden Welten ist zusammen. Bringt nicht ganz so viel, aber im Abitur wird es abgefragt. Das heißt, ihr habt eine Pyramide, ihr macht erst niedere Intensität, höhere Wiederholungszahlen zum Beispiel, dann könnt ihr die Pyramide nach oben laufen und dann das Ganze wieder rückwärts gehen, das als Trainingsprozess durch. Dann im Abitur wird noch das Maximalkrafttraining als statisches Training gefördert. Das werdet ihr dann in die Praxis schieben. Wir machen es in der Praxis ab und dann wisst ihr, wie das so ein bisschen geht. Die Belastungsgefüge variieren da ziemlich stark, je nach entsprechender Ausführung und Ziel, Reha, Bodybuilding oder ist es praktisch irgendwo am Schießen oder im Ring, dass ich bestimmte Dinge halten kann. Eine Skiabfahrt ist natürlich ein deutlicher Unterschied im Trainingsablauf als jetzt zum Beispiel im Bogenschießen. Hier Schnellkrafttraining. Ich gebe es euch nochmal eine Abbildung. Das haben wir auch in den anderen Videos ja dabei gehabt. Hierbei hat man eine Kraft-Leistungskurve und ihr habt einmal eine Maximalkrafttrainingsphase. Dann erhöht sich schon die Kraftleistung und auch der Kraftanstieg. Und durch eine Schnellkrafttrainingsphase dann haben wir richtig steilen, explosiven Kraftanstieg. Und man schaltet generell Maximalkrafttraining vor dem Schnellkrafttraining vor. Das gilt auch im Abitur. Die Schnellkraftmethoden zeichnen sich durch zwei für euch geforderten Klausuren Arten ab. Spezielles Krafttraining, einmal das explosiv-reaktive Schnellkrafttraining, das heißt, könnt ihr vorstellen, vom Kasten springt man runter auf eine Kontaktmatte, dann prellend wieder abspringen und wieder einen Kasten hoch oder wie das Männchen hier dann wieder auf der Stand. Durch solchen Training macht man gerne in den Rahmen von einem Stationstraining über mehrere Kästen hinweg, soll die Kontraktionsgeschwindigkeit verbessert werden und es verbessert sich in der Regel die intramuskuläre Koordination ist in der Regel dem Leistungssport vorbehalten, weil es sehr hohe Belastungen sind und die Intensität auch über 100% bei entsprechender Ausführung ist. Da schalten sich dann noch entsprechende Reflexbögen dazu. Da habt ihr relativ hohe Beanspruchung der Muskulatur und auch im tendinomuskulären System unter Knochen, Gelenke und so weiter. Disziplinspezifisches Schnellkrafttraining hier rechts. Hierbei
einfach gesehen, man schaut sich die Disziplin an, die der trainieren will, versucht eine explosive Ausführung entsprechend hinzubekommen bei einer geringeren Intensität, da ist irgendwo ein Rechtschreibfehler drin, erleichterte Bedingungen, das heißt, ich nehme weniger Gewichte und so weiter. Hierbei haben wir eine Verbesserung auch der Bewegungstechnik und der Kontraktionsgeschwindigkeit, das heißt, der Bewegungsablauf wird schneller und flüssiger. Aber gilt immer Schnellkraftmethoden, Maximalkrafttraining vorschalten. Kraftausdauermethoden unterscheidet man wieder auch hier allgemeines und disziplinspezifisches Kraftausdauertraining. Allgemeines heißt sowas wie ein Kraftzirkel oder ihr macht allgemeines Kraftausdauertraining für allen Körperbereiche und disziplinspezifisch heißt, ihr braucht zum Beispiel als Ruder nur die Armmuskulatur ausdauern, die Beinmuskulatur wollt ihr mehr Maximalkraft, je nachdem, da muss man dann die Kraftausdauer dann nur disziplinspezifisch in der Bewegungsausführung entsprechend machen und das Training sieht so aus, dass man da die Wiederholungszahlen hochsetzt, dass man eine längere Belastungszeit schafft und möglicherweise mit Zusatzlasten und so weiter arbeitet. Also das Ganze könnte dann so aussehen. Allgemeines Kraftausdauertraining habt ihr einmal im Stationstraining oder einmal im Kreistraining, das ihr als Kraftzirkel vielleicht kennt. Wenn manchmal ein Trainer nichts Richtiges einfällt, machen wir ein Kreistraining und das ist so ein klassisches Kraftausdauertraining. Belastungsgefüge habt ihr hier rechts. Dann Belastungsgefüge, ganz kurz disziplinspezifisches Kraftausdauertraining. Hierbei müsst ihr die Energiebereitstellung noch berücksichtigen von der Belastungszeit. Wo geht's hin? Und man kann auch sagen, höhere Widerstände als irgendwo im Wettkampf, wenn man Schwimmen mit Paddles beispielsweise entsprechend ansetzt. Generell gilt, wenn ihr anaerob Laktazid in den kurzen Belastungsbereich seid, dann bringt die Kraft Ausdauer, geht viel über die Maximalkraft. Ansonsten, wenn die Belastungsbereiche über 2 Minuten sind, ist die Kraftausdauer hochzusetzen über vor allem eine Verbesserung der anaeroben Kapazität. Da ist die Maximalkraft als Einflussgröße nicht mehr ganz so dominierend. Hier habe ich euch nochmal einen Überblick, das könnt ihr einzeln durchschauen, das sollte sitzen, dann habt ihr alles im Rahmen der Definition der Krafttrainingsmethoden. Dann noch eine Besonderheit, Abitur 2023 und spätere, wir haben noch hier jetzt dabei das HIIT-Training, per Definition Intervalltraining mit kurzen Pausen, höchster Intensität bei geringem Umfang. Das haben wir alle in der Pandemie gehabt, die schönen Videos, da hupft man 30 Sekunden, dann eine Runde Pause und so weiter, dann kommt das nächste. Das soll eine Mischung sein zwischen Ausdauertraining, Kraftausdauertraining. Man hat die Hoffnung, dass die Anpassungsprozesse im Rahmen der kurzen Zeit möglichst breit gefächert zwischen Ausdauerbereich und Kraft ersetzt. Die Befunde waren am Anfang toll, jetzt strittig, müssen wir abwarten, was das Resümee der nächsten Jahre ist, aber es kommt bei euch da und ich denke, wir werden es in der Praxis ein paar Mal durchspielen und dann wisst ihr, wie der Hase da läuft. Erfolgreich sein bei den Aufgaben zum Thema Kraft, immer Belastungsgefüge entsprechend der Person zuordnen, sind wir am Anfänger, Fitness, Fortgeschrittener oder im Leistungsbereich. Wenn man Hans-Kevin Wurst hat, der will das erste Mal irgendwie seine Beinmuskulatur verbessern, hat wenig gemacht bisher, ist er untrainiert. A, ansonsten begeisterter Fitnesssportler, schon lange dabei, sind wir bei F. Und wenn er gerade amtierender Olympiasieger ist in dem Bereich, wo er gerade seine Maximalkraft gebraucht hat, dann sind wir im Bereich L, dann können wir von den Trainingsmethoden besser zuordnen. Dann immer in Diskussions- oder Erläuterungsaufgaben kann eigentlich die Superkompensation gebracht werden und Prinzip des trainingswirksamen Reizes. In den anderen Videos war ja klar, die sind ja zentral hier für die Trainingsmethoden auch. Verbesserung der Schnellkraft immer in Kombinationsübersteigerung der Maximalkraft und drauf schauen bei Kraftausdauer, in welcher Belastungszeit bin ich denn, um die entsprechend richtige Energiebereitstellung zuzuordnen. Jetzt auch nochmal hier die Wirkung, einfach im Überblick, dann habt ihr das hier an der Stelle nochmal, es kommt ja in den anderen Geschichten detaillierter, aber ich habe es euch hier zugeordnet zu den verschiedenen Trainingsmethoden, was passiert wo, was oftmals die Folgefrage ist, wenn man die Trainingsmethoden richtig zugeordnet hat, was sind denn die Wirkungen? Jetzt Trainingsmethoden der Schnelligkeit.
Machen wir Training der Reaktionsschnelligkeit hier, auch wie die Definition ist. Wir haben mal Einfachreaktion, wenn er einen Sprint steht, Startschuss und los geht's. Auswahlreaktion, wenn er zum Beispiel an einen Handballtorwart denkt oder an den Werfer entsprechend, der muss sich kurzfristig entscheiden. Beides ist in der Regel ein Antizipationstraining im gewissen Sinne. Ihr habt Verbesserung nur um 10% bei Einfachreaktionen und bis zu einem Drittel bei der Auswahlreaktion. Belastungsgefüge, dann man wiederholt es dann mehrmals, schön lang Pause, um die Transduktions-, also die Regenerationsprozesse nervöser Art möglicherweise oder Konzentration, Stirnhirn und so weiter dabei entsprechend wieder voll da zu sein. Im Abitur haben wir Beschleunigungsschnelligkeit gesondert. Das war im alten Abitur, ist es die zyklische Ablaufschnelligkeit bei hohem Widerstand. Ich habe euch hier schnell nochmal den Überblick, dass ihr es zuteilen könnt, je nach Schulbuch, wo ihr reinschaut. Also generell gilt, Beschleunigungsfähigkeit ist die ist der Widerstand hoch, das heißt, es kann einmal als Kraftschnelligkeit zyklisch abfolgen und azyklisch. Azyklisch, wenn er an den Kugelstoßen denkt und zyklisch, wenn er an die Beschleunigungsphase als beim Antritt zum Beispiel denkt. Der geringe Widerstand findet sich bei der Frequenzschnelligkeit und bei der Bewegungsschnelligkeit, wenn man hier auch zwischen zyklisch und azyklisch noch unterscheidet. Ihr seht es ja hier. Training der Beschleunigungsfähigkeit ist eigentlich ein Training der Erhöhung der Kraftfähigkeit, das sind wir im Krafttraining, weil die Beschleunigungsfähigkeit so stark von der Maximalkraft und der Schnellkraft bestimmt wird. Trainingsmittel hier, Zugläufe, hat man früher oft gemacht, jetzt hat man die letzten Jahre festgestellt, dass sich die ganzen Bundesliga-Profis in den Zugläufen deutlich, also die Verletzungsanfälligkeit setzt sich hoch, geht man wieder weg davon in der Form, aber Sprinten mit Bremsschwimmen beispielsweise, Rudern und so weiter, da gibt es viele Möglichkeiten. Dann Training der Aktionsschnelligkeit als disziplinspezifisches Training, ausschließlich Wiederholungsmethode. Hierbei wichtig, ihr müsst ermüdungsfrei arbeiten können. Man hat die, aus der Erfahrung weiß man, man wird tatsächlich sogar langsamer, wenn man unter körperlicher Ermüdung Schnelligkeit in irgendeiner Form trainieren will. Das heißt, wenn diese Ermüdung sich aufstockt nach längerer Zeit, dann sollte man unbedingt mit dem Schnelligkeitstraining aufhören. Unklar ist, wieso die Prozesse abläufen, weil man noch kein klares Modell hat, welches Datenformat denn das Gehirn verwendet für diese verschiedenen Bewegungsprogramme. Aber machen wir es nicht so kompliziert. Hier wichtig Belastungsgefüge dann entsprechend zusammenbasteln. Nach dem Serienprinzip natürlich 100% maximale Geschwindigkeit muss gehalten werden. Müssen wir immer erreichen. Zyklisch und azyklisch und so entsprechend sind dann die Belastungszeiten unterschiedlich. Trainingsmittel hier, Steigerungsläufe, Skippings, Tappings, Bergläufe, also abwärts und azyklisch Sprungwurfübung mit Gewichten und Beschleunigungshilfen. So ein Speedo zum Beispiel, Beschleunigung und so weiter. Training der Schnelligkeitsausdauer. Hierbei ist wichtig die Methode. Da muss man aufpassen. Erstmal nehmen wir, kommen nur zwei in Frage. Es muss ja Schnelligkeit sein. Das heißt, wir müssen, wenn wir überhaupt Intervallmethode machen, intensiv unterwegs sein oder in der Wiederholungsmethode, dass wir die 100% irgendwo erreichen. Trainingsmittel, da habe ich euer Tempoläufe, Tempowechselläufe, Überdistanzläufe in der Sprintdisziplin beispielsweise. Ziel ist natürlich die zyklische Aktionsschnelligkeit, ist dasselbe, die Aktionsschnelligkeit hochzukriegen, aber auch entsprechend je nach Belastung Bereich die Energiegewinnung in diesem Rahmen entsprechend zu steigern. Dann Trainingsmethoden der Beweglichkeit. Ich mache es auch wieder ganz kurz, es kommt ja extra Video zur Beweglichkeit dann. Hierbei Arten der Beweglichkeit, einmal allgemein, speziell müssen wir unterscheiden, bevor man in die Methoden geht. Allgemein heißt, ihr könnt, habt allgemein Gelenken oder kümmert euch um eine hohe Beweglichkeit, speziell beispielsweise der Speerwerfer im Schultergelenk, um diesen Wurf, also hinter den Speer zu kommen, muss er entsprechendes Schultergelenk beweglich sein. Das heißt, der trainiert auf einer Seite, dehnt er sich ganz anders als auf der anderen Seite. Wir haben es ja ausprobiert. Dann haben wir vier Dimensionen, sozusagen einmal können wir aktiv und passiv oder aktive und passive Beweglichkeit. Passiv heißt über Schwerkraftpartner in die Position gebracht. Aktiv heißt selber willkürlich gesteuert in diese die Bewegungsamplitude rein. Und dann kann man die Beweglichkeit statisch oder dynamisch festlegen. Statisch bedeutet, die Beweglichkeit wird gehalten wie statische Maximalkraft oder dynamisch kurzfristig erreicht.
Ich habe hier euch das Bildchen dann da, da könnt ihr dann drauf schauen, da kann man dann abschätzen, einfach runterrattern, weil wir werden es in der Praxis entsprechend richtig durchspielen. Und wenn man es in der Praxis dann durchmacht, ihr habt hier die entsprechenden Definitionen, dann wisst ihr auch, um was es denn geht. Das macht man dann einmal durch, dann weiß man, was passt. Noch ganz kurz, natürlich ist es dynamische, aktive Dehnen förderlich für die Bewegungsschnelligkeit und umgekehrt natürlich die statischen Dehngeschichten machen langsam und natürlich passiv-statisch ganz gefährliche Geschichte wegen Verletzungsgefahr. Probiert es nicht gleich selber auch so aus. So, das war's. Absolutes Durchraten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Erholt euch gut. Tschüss.